Liebe Zuschauer, wo immer Sie uns zuschauen, wo immer gerade Sie auch sind, wir möchten Sie einladen zu unserer Show hier aus der Stadthalle in Zerbst aus dem Katharinasaal mit viel Musik und Talk aus der Region rund um Zerbst. Am Anfang spielte für Sie Kelly Kuhn auf dem E-Piano Una Mattina. Es ist mir eine Ehre, den ersten Programmteil ansagen zu dürfen. Es ist unser Bürgermeister, Herr Andreas Dittmann. Liebe Zerbsterinnen, liebe Zerbster, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum ungewöhnlichen Jahreswechsel 2020-2021. Und ich möchte gleich am Beginn denen danken, die die Idee hatten, dass wir nicht ganz sprach- und bildlos in das neue Jahr starten, sondern mit dieser Videoaktion Zerbsterinnen und Zerbster zu Wort kommen lassen, die ja zu unserer Stadt gehören, die etwas beizutragen haben, stellvertretend für viele andere. Denn das Jahr 2020, das nun hinter uns liegt, ist ein Jahr, das wir als ein ganz besonderes in Erinnerung behalten werden, einfach weil es alles in Frage gestellt hat, was wir glaubten, dass es ganz normal zu unserem Alltag gehört. Als wir im März 2020 plötzlich vor der Situation standen, dass Kindertagesstätten, dass Grundschulen schließen mussten, wurde, glaube ich, jedem klar, dass Corona uns nun wirklich in die Zange nimmt und aus fernen Pressemeldungen, was in China, was in anderen Ländern stattfand, wurde plötzlich ein sehr lokales Empfinden. Dass es an einem Freitag, dem 13. war, das bestärkt vielleicht die Abergläubigen, aber unabhängig davon hat es unser aller Leben beeinflusst. Wir haben gemerkt, das, was ganz normal ist in dieser Stadt, in unserem Umfeld, ist plötzlich alles in Frage gestellt. Wir haben erlebt, dass auch Berufsbilder völlig neue Bewertungen bekamen. Ich denke, viele haben das, was Lehrerinnen und Lehrer, was Erzieher tagtäglich leisten, aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachtet, als aufgrund des Lockdowns im Frühjahr die Kinder nicht in die Schule, in die Kindertagesstätten im gewohnten Umfang gehen konnten. Wir haben aber auch gelernt, dass es nicht reicht, Pflegekräfte und medizinisches Personal insgesamt nur mit Applaus zu bedenken, sondern dass es viel mehr notwendig macht. Und ja, als wir dann den Sommer hinter uns hatten, haben vielleicht viele von uns geglaubt, dass wir damit das Schlimmste absolviert haben. Aber das wäre ein falscher Schluss gewesen, denn der Winter und der Herbst 2020 brachten uns noch viel stärkere Infektionszahlen, als das im Frühjahr absehbar war. Und damit ging ein Jahr zu Ende, in dem fast nichts so war, wie es immer war. Wir haben auf Kulturveranstaltungen verzichten müssen. Es gibt kaum Sportveranstaltungen, von denen berichtet werden konnte. Und wir haben schmerzlich, glaube ich, auch alle erlebt, was es bedeutet, plötzlich nicht drauf losgehen zu können, in den Urlaub zu fahren oder den Nachbarn, den Freund zu besuchen. Insbesondere das Weihnachtsfest war wohl ein sehr stilles in diesem Jahr. Und es hat eben auch gezeigt, worauf es ankommt im Leben, wie wichtig persönliche Nähe ist. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass wir jetzt das Jahr 2020 hinter uns haben und mit vorsichtigem Optimismus in das Jahr 2021 starten können. Die ersten Impfdosen sind auch in unserem Landkreis. Und jetzt geht es darum, zwei Dinge zu meistern, nämlich einmal logistisch dafür zu sorgen, dass nicht alle nach Wolfen fahren müssen, die eine Impfung möchten, und dass vor allem genügend Impfdosen da sind und dass die Skeptiker unter uns ja, überlegen und zu einem Schluss kommen, was hilft nicht. Denn ein Weiter-so, das hat uns das Jahr 2020 gezeigt, wird es nicht geben. Ich hoffe für das Jahr 2021, dass wir aber viel von dem zurückbekommen, was wir so schmerzlich vermissen mussten. Dass Kunst, Kultur, das Sport, das soziale Nähe wieder zu etwas Alltäglichen werden können. Und dafür wünsche ich uns allen viel Gesundheit und ein gutes Jahr 2021. Du bist auch noch so jung,
das ist, was die Leute sagen. Doch wenn ich heute gehen müsste, könnte ich mich wirklich nicht beklagen. Denn was ich alles schon erleben durfte, wenn ich an all die Menschen denk, die so viel früher leben ließen, dann ist meines ein Geschenk. Ich hab voll Spaß vom Tod. Ich hoffe, ich bin noch nicht allein. Auch wenn das Leben so oft traurig ist, bin ich froh, froh dabei zu sein. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich hab zwar kein Vermögen, doch ein paar Leute, die mich mögen. Außerdem ist da ein Mädchen, das mich liebt. Ich weiß nicht, ob's auf der Welt was Besseres gibt. Zwischen all dem Sturm und Regen ging ich auch viel durch Sonnenschein. Wenn die Angst vorm Sterben wehtut, bin ich froh, froh dabei zu sein. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Froh dabei zu, froh. Froh dabei zu sein. Die Stadt Zerbst hat 56 Ortsteile zwischen Fleming und Elbe. Das sind genau 467,6 Quadratkilometer. Ein Ortsteil ist Nuta. Begrüßen Sie jetzt recht herzlich die Ortsbürgermeisterin Silvia Rothe. Ja, abschließend möchte ich den Einwohnern von Nuta ein frohes, ein gesundes neues Jahr wünschen, dass sie 2021, wie gesagt, froh und munter durch das Jahr gehen können, dass wir wieder unsere Dorffeste feiern können. Egal, ob in Nuta, auf dem Dorfplatz unter den großen Bäumen gemütlich zusammensitzen und Kulturprogramm erleben können oder zum Reformationsfest, wenn der große Backofen angeheizt wird und die Leute von überall her nach Nuta kommen, um den leckeren Kuchen zu essen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern mit uns und einfach um die Atmosphäre in Nuta zu genießen. Wie im letzten Jahr zum Beispiel am Heiligen Abend, dieser einmalige Gottesdienst, denke ich mal, so wird es den nicht unbedingt wiedergeben, im kleinen Winkel, ein Freiluftgottesdienst, der ein wunderschöner, ein ganz anderer Gottesdienst war, wo ich mich gefreut habe, dass doch so viele Leute sich aufgemacht haben, unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln natürlich. Aber sie waren da, wir haben uns gesehen, man konnte sich von Weitem zuwinken und ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Und ich bin auch stolz darauf, dass die Leute sich in Nuta so diszipliniert an die Vorgaben halten, wenn Veranstaltungen sind, dass man wirklich aufeinander Rücksicht nimmt, dass jeder mit jedem gemeinsam versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Ich danke auch allen, die in dem ersten Lockdown während dieser Zeit
dafür eingesprungen sind, dass man älteren Leuten Einkäufe abnimmt, dass man einfach die Kontakte für diejenigen, wo die Kinder weiter weg wohnen und sich nicht um ihre Eltern kümmern konnten, aufrechterhalten hat, dass man sie versorgt hat. Die Gemeinde, die Dörfer, Nuta, Niederlepte, Nuta-Siedlung sind zusammengerückt. Man hat einander geholfen und das ist ein ganz neues Gemeinschaftsgefühl. Auf Abstand war man doch füreinander da. Keiner fühlte sich allein gelassen, hoffe ich zumindest. Da habe ich auch nichts von gehört, dass sich jemand auf der Strecke allein gelassen fühlte. Wie gesagt, das war schon vorbildlich und da habe ich mich gefreut, dass diese Einwohner so zusammengehalten haben. Und das ist etwas, was wir auch aus dieser Situation im vergangenen Jahr mitnehmen sollten, in das jetzige neue Jahr, dass man diese Gemeinschaft, dieses Füreinander einstehen mitnimmt, dass man sich auf die eigentlichen Werte besinnt. Meistens jagt man Dingen hinterher, die wir jetzt festgestellt haben, sind eigentlich gar nicht das Wichtigste im Leben. Du träumst von einem Leben ohne Sorgen und Streit. Fliegst hoch über den Wolken bis ans Ende der Zeit. Eines kannst du mir glauben, oft zählt nur das Gefühl. Schenk mir einfach ein Lächeln und du kommst an dein Ziel. Lass im Herzen Sommer sein, es liegt nicht am Sonnenschein, dass wir einfach glücklich sind, wenn ein neuer Tag beginnt. Lass im Herzen Sommer sein, dann geht vieles von allein, sing ein Lied und tu es sehen, diese Welt ist wunderschön. Regentropfen am Fenster, Sterne in dunkler Nacht. Meine Welt voller Wunder hat mich stärker gemacht. Eines kannst du mir glauben, jeder Morgen ist neu. Schau tief in deine Seele und du fühlst dich frei. Lass im Herzen Sommer sein, es liegt nicht am Sonnenschein, dass wir einfach glücklich sind, wenn ein neuer Tag beginnt. Lass im Herzen Sommer sein, dann geht vieles von allein, sing ein Lied und du wirst sehen, diese Welt ist wunderschön. Und ich sag zu dir, lehn dich an bei mir, dass du nie vergisst, was dir wichtig ist. Lass im Herzen Sommer sein, es liegt nicht am Sonnenschein, dass wir einfach glücklich sind, wenn ein neuer Tag beginnt. Lass im Herzen Sommer sein, dann geht vieles von allein. Sing ein Lied und du wirst sehen, diese Welt ist wunderschön, diese Welt ist wunderschön. Das war soeben Martin Zimmermann, Lokalmatador, Sänger hier aus Zerbst. Jeder kennt ihn unter dem Namen Zimmi. Weiter geht es im Programm mit der Pfarrei Heilige Familie mit dem Pfarrer Hartmut Neuhaus. Liebe Bürger der Stadt Zerbst, liebe Einwohner der Dörfer um Zerbst herum, im Namen der katholischen Gemeinde von Zerbst darf ich Sie am Ende dieses Jahres ganz herzlich grüßen. Bis in das Jahr 1691 hinein galt diese Zeit zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar als Zeit zwischen den Jahren.
Wir kennen diesen Begriff auch immer noch in manch einem Sprichwort. Das lag ganz einfach daran, dass bis dahin eine unterschiedliche Jahresberechnung und Zeitrechnung in europäischen Gebieten herrschte. Erst Papst Innozenz XII. Hat am 31. Dezember 1691, genau diesen 31. Dezember, als letzten Tag des Jahres festgelegt. Bis dahin, wie gesagt, war es eine Zeit zwischen den Jahren. In ländlichen Gebieten bezeichnet man diese Zeit auch als sogenannte Rauhnächte. Das hat ganz einfach damit etwas zu tun, so erklärt man es zumindest in mancherlei Hinsicht, dass in diesen Nächten zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar die Bauern in ihre Ställe gehen mit den Familien, den Kindern, den Großeltern und allen, die auf dem Hof leben, um in den Höfen Weihrauch zu verbrennen und zu entzünden. Dahinter steht die Vorstellung, dass man mit diesem Weihrauch die bösen Geister vertreibt, dass sie gar nicht erst aus dem alten Jahr in das neue Jahr mit hinüberkommen. Manch einer von uns, der meint, ein moderner Mensch zu sein, mag darüber vielleicht auch lachen, schmunzeln und mag sich an den Kopf fassen und sagen, was soll denn das? Was ist denn das für ein mittelalterlicher Brauch? Aber dem würde ich ganz einfach mit einem Augenzwinkern begegnen. Was machen wir denn heute? Wir verbrennen Feuerwerk. In guten Jahren knallen wir Böller in den Himmel, in diesem vielleicht ja weniger. Oder aber manch einer sitzt zu Hause am Silvesterabend und gießt Blei. Eigentlich ist das alles nichts anderes. Auch wir in unseren Kirchen verbrennen Weihrauch. Ich durfte einmal miterleben auf einem Hof in Südtirol, wie die Bauern in ihre Ställe gegangen sind und dort Weihrauch verbrannt haben. Das hat mich tief beeindruckt. Da habe ich mitgemacht. Da war ich mit dabei. Und wie gesagt, auch in unseren Kirchen verbrennen wir Weihrauch, zumindest in den katholischen Kirchen. Ich möchte heute hier bei diesem Gruß an Sie auch Weihrauch verbrennen. Jedes Weihrauchkorn, das ich jetzt gleich auflegen werde, soll ein Symbol sein. Für mich das Symbol für ein Gebet, für Sie vielleicht das Symbol für einen Wunsch. Einen Wunsch, ein Gebet für das kommende, für das neu, bald neu werdende Jahr. Das erste Weihrauchkorn möchte ich auflegen, symbolisch, als Gebet, als Wunsch, für alle, die in diesem zu Ende gehenden Jahr an den Folgen von Corona oder im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Ich möchte es aber auch entzünden für alle, die daran erkrankt sind. Und ich möchte es entzünden für alle, die im medizinischen Bereich und im Pflegebereich tätig sind. Das zweite Weihrauchkorn möchte ich entzünden für alle vereinsamten Menschen, die durch das, was in diesem zu Ende gehenden Jahr war und immer noch ist, sehr vereinsamt sind, weil sie Kontakte zurückschrauben mussten, weil sie sich mit lieben Menschen, mit ihren Familien nicht treffen konnten. Ich denke da vor allem an viele Bewohner in unseren Alten- und Pflegeheimen. Das dritte Weihrauchkorn möchte ich auflegen und verbrennen für alle, die im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich in Bedrängnis geraten sind, weil so vieles eigentlich fast gar nicht stattfinden konnte, weil viele Restaurants oder eigentlich alle schließen mussten, weil es immer wieder ein Bergauf und Bergab, ein Auf und ein Zu gab. Dieses dritte Weihrauchkorn möge Ihnen gelten, bis das neue, das kommende Jahr wieder besser werde. Das vierte Weihrauchkorn möchte ich für alle auflegen, über die so viele in diesen Tagen, in diesem Land und darüber hinaus schimpfen. Ich möchte es auflegen
für unsere politischen Entscheidungsträger. Wenn sie Entscheidungen treffen, dann verstehen wir so vieles nicht. Dann sehen wir vieles anders. Dann sagen wir manchmal, ich hätte das anders gemacht. Aber letztendlich muss man ja doch sagen, wie würde ich entscheiden, wenn ich in genau dieser Position wäre? Auch für Sie, die politischen Entscheidungsträger, ist das alles neu. Für Sie möchte ich dieses Korn auflegen. Das fünfte und vorletzte Weihrauchkorn möchte ich auflegen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Auch ich habe gespürt in den letzten Wochen und Monaten, da ist vieles zerbrochen. Da ist vieles angebrochen. Da ist manches kaputt gegangen. Möge es im kommenden Jahr wieder heilen. Und damit bin ich schon beim letzten Weihrauchkorn angelangt, dem sechsten. Ich möchte es auflegen, eben für das kommende Jahr 2021, dass dieses kommende Jahr uns Gutes bringt. Dass wir aus dieser Zeit, in der wir jetzt sind, der Zeit zwischen den Jahren, hinübergleiten in ein gutes, in ein, in meinen Augen, gesegnetes Jahr 2021. Ich wünsche Ihnen im Namen der katholischen Gemeinde, aber auch in meinem eigenen Namen, für das kommende Jahr alles Gute und Gottes Segen. Could be more than just a song. Could be more than all before. Could be more than I express. Could be more than I sing. More and more. Not enough for me. More and more. Oh, this love is not enough. Oh, that music bores me so. TV and the radio. All my friends get on my nerves. The box of cornflakes gets me stressed. Are my lyrics not the best? My curly hair is not so fine. What else should I sing? More and more. Not enough for me. More and more. Na 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 na. Car's red but I won't play. A stereo it sounds so bad. The TV and the radio are the good, they drive me mad. Throw the cornflakes on the floor. I am here, want to be there. The clothes I wear are not so fine. What else should I say? More and more. Not enough for me. More and more. Na 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 na. Waiting just a while. Hope that I can find a way to be content. But I always have a wish. Before I die, I need more and more. Not enough for me. More and more. Na 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 na. More and more. Just one more. More and more. More than before. More and more. Na 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 na. More and more. Das waren soeben die Brüder Frank und Ralf Fassbutter. Begrüßen Sie recht herzlich den Pfarrer Herrn Lindemann der Gemeinde St. Bartholomä hier in Zerbst. Wenn man in einer sehr unübersichtlichen Situation ist, ist es gut zu sortieren. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Bei Aschenbrödel übernehmen die Tauben die Auslese. Was machen wir mit den Erfahrungen des Jahres 2020? Ein wenig ist es tatsächlich wie bei den Linsen.
Für die Saat und auch für ein bekömmliches Essen nimmt man nicht alles. Am Ende des Jahres möchte ich in Ruhe nachdenken und meine Gedanken sortieren. Wir haben miteinander Zeiten erlebt, die zweifellos in die Geschichtsbücher eingehen werden. Es ist aber noch nicht entschieden, was wir daraus machen werden, was uns widerfahren ist. Es gab auch in diesem Jahr fröhliche Tage, Kinder wurden geboren, Hochzeiten gefeiert und auch Jubiläen begangen. Prüfungen wurden bestanden, Grund zur Freude, auch wenn oft keine große Party möglich war. Es ist wichtig, die guten Erinnerungen ins Töpfchen zu packen für später. Wir brauchen sie für die Zukunft. Was aber machen wir mit den Gedanken an schwere Stunden? Manche sollten wir tatsächlich vergessen, einfach in der Asche liegen lassen. Anderes werden wir nie vergessen können, freudig herbeigesehnte Tage, die dann doch ereignislos verstrichen sind, und stille, einsame Abschiede. Enttäuschungen, Trauer und auch Schuldgefühle werden spürbarer Teil unserer Lebensgeschichte bleiben. Es gilt umso mehr, auch hier Frieden zu finden, damit keine verdorbene Saat gelegt wird. Das Vaterunser hat dafür Worte. Da hören wir und können es auch beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich habe in diesem Jahr aber auch ganz persönlich erfahren, wie gut es tut, wenn Menschen in Sorge und Trauer Wege suchen und auch finden, einander zu stärken. Und ich werde versuchen, gerade diese Erfahrungen gut zu bewahren. Was vor uns liegt, werden wir sehen. Ein jegliches hat seine Zeit. Ich wünsche uns ein Jahr, in dem Distanzen überwunden und Menschen wieder zueinander kommen können. Es ist wichtig, dass die großen Ereigner des Lebens ihren Raum bekommen. Glück soll geteilt werden. Gesellschaft lebt von Gemeinschaft. Ich hoffe, von den verschiedenen kleinen Initiativen von Mensch zu Mensch bleibt einiges bestehen. Unsere Dörfer und kleinen städtischen Strukturen bieten besondere Möglichkeiten, die wir dankbar wahrnehmen sollten. Lassen Sie uns mit Zuversicht angehen, was in unseren Kräften liegt und was außerhalb unserer Möglichkeiten steht, das führe Gott zum Guten. Ich wünsche Ihnen Zuversicht für ein segensreiches Jahr 2021. Everything big when we overcome. No, I won't stop if you don't step. Ooh, two by two, shaking by the wood and woke up too. But together we can make it true. No, I won't stop if you don't stop. Wait, wait, what you gonna say? Say when you get too close and letting go. Wait, wait, if you gonna stay? Say come and hold me closer, closer now. Never get the high without the low. It's gonna be alright to steal, I know. Even in the night we get to show the best of us, the best of us. The kind of shit alleine irgendwo. The kind we can survive and nicht zu hoch. Jeder von uns zeigt es sowieso. The best of us, the best of us. Schritt für Schritt. Und wenn der Boden nackt, halt ich dich. Keine Lust irgendwen im Stich. Ich glaub an dich, glaub du an mich. Weg für Weg, weil zusammen so viel leichter geht. Wenn du die Welt auf deinen Schultern trägst, trag ich sie mit, ich trag sie mit. Wir können nicht verlieren, weil wir Hand in Hand viel stärker sind. Wir, alles kann passieren, ziehen, hey, gemeinsam kriegen wir das hin. Never get the high without the low. It's gonna be alright, cause still I know. Even in the night we get to show. The best of us, the best of us. Keiner steht alleine irgendwo. Kein Weg ist zu weit und nicht zu hoch. Jeder von uns zeigt es sowieso. The best of us, the best of us. The best of us. The best of us. Gib mir deine Hand, ich hab.
Oh, ich weiß, dass wenn der Regen fällt, du zu mir hältst, du zu mir hältst, du zu mir hältst. Never getting high without the low, it's gonna be alright, cause still I know. Even in the night you get to show, der beste Pass, der beste Pass. Keiner steht alleine irgendwo, der kein Weg ist zu weit und nicht zu hoch. Jeder von uns zeigt das sowieso, der beste Pass, der beste Pass, der beste Sie hörten eben Michael Rösler. Wir machen im Programm weiter mit Kelly Kuhn, diesmal am E-Piano mit Gesang. Es ist 2020 ist natürlich ein krasses Jahr. Meine Schiedsrichtertätigkeit hat sich nach einem normalen Beginn im Januar und Februar dahingehend verändert, dass ich natürlich eine große Pause hatte, ja, weil die Saison abgebrochen wurde. Ich den großen Vorteil hatte, dass die deutsche Meisterschaft natürlich in so einer Art Bubble ausgetragen wurde. Und die ganzen Turniere, die eigentlich hätten im Sommer stattfinden sollen, nicht stattfanden, ne, aufgrund von Corona eben. Und dahingehend verändert hat sich meine Tätigkeit halt auch noch, dass die Saison zwar jetzt normal gespielt wird, aber keine Zuschauer zugelassen sind, sondern wir natürlich vor leeren Rängen sozusagen pfeifen. Die Spiele finden statt. Und das ist schon klasse, dass das überhaupt stattfindet. Aber verändert hat sich das auf jeden Fall. Also die Arbeit bei uns ist nach innen grundsätzlich gar nicht so unterschiedlich wie die Jahre davor. Wir kennen Dinge wie Homeoffice oder
oder flexible Arbeitszeiten, das ist für uns nichts Neues. Grundsätzlich die Arbeit nach außen, da hat sich einiges getan. Die Arbeit am Kunden hat sich natürlich verändert. Wir merken, dass sich viel in den digitalen Bereich dann doch verschoben hat und versuchen uns da so gut es geht anzupassen. Die Vereinsarbeit im Jahr 2020 war sehr kompliziert. Wir haben eigentlich als Präsidium versucht oder mussten versuchen, den Mitgliedern mitzuteilen, dass ihre Trainingszeiten in der Friesenhalle nicht kontinuierlich ablaufen konnten. Das hatte zur Folge, dass auch viele Mitglieder sehr enttäuscht waren und auch ihren Unmut zum Ausdruck brachten, aber leider hatten wir nicht die Möglichkeit, durch die Corona-Regeln den Trainingsbetrieb in vollem Umfang durchzuführen. Rundrum war aber trotzdem das Verständnis da und wir können sagen, dass alle Mitglieder sich an die auferlegten Hallenzeiten oder Nicht-Hallenzeiten auch gehalten haben. Der Karneval war ein spezieller Punkt im Jahr 2020. Wir mussten den Mitgliedern nachher mitteilen zum Ende des Jahres, dass es trotz des Trainings am 11.11. keine Schlüsselübergabe beim Bürgermeister gibt und auch im Januar keinerlei Veranstaltungen. Trotzdem möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern bedanken für ihr Verständnis, dass wir als Verein und Präsidium diese Regeln so umsetzen mussten. Ein schwieriges Jahr, auch nicht so ganz einfach für uns in der Lokalredaktion. Es ist höchst selten, dass ein Thema uns das ganze Jahr quasi beschäftigt. Es ist immer ein Spagat, das Thema nicht so dominieren zu lassen, sondern auch die anderen lokalen Themen weiter im Blick zu behalten. Aber ich denke, meine Kollegin und ich haben das ganz gut gelöst. Für das Jahr 2021 wünsche ich mir, dass wir Dinge, die wir gelernt haben in diesem Jahr, nicht vergessen. Das Jahr 2020 hat uns viel gelehrt, hat uns viel beigebracht und ich denke, dass nicht alles schlecht ist davon. Und meiner Meinung nach sollten wir schauen, dass wir die positiven Dinge aus diesem Jahr mit in die nächsten Folgejahre mitnehmen und das Gelernte beibehalten und ausbauen. Ja, und grundsätzlich, dass wir positiv bleiben. Ja, 2021, ist natürlich, 2020 ist sozusagen zum Vergessen und 2021 wird hoffentlich besser. Was ich mir wünsche, ist auf jeden Fall, dass wieder mehr Normalität entsteht, dass man seinen alltäglichen Dingen auch wieder nachgehen kann, dass man seine Freunde treffen kann, dass man einfach auch wieder mehr soziale Kontakte haben kann, die man auch sehen kann. Und natürlich Gesundheit. Für das Jahr 2021 wünsche ich allen Mitgliedern unseres Vereins und den Familien sowie auch meiner Familie speziell viel Gesundheit, dass niemand direkten Kontakt mit diesem Virus bekommt. Ich wünsche mir auch, dass wir im Verein alle Trainingszeiten in der Friesenhalle wieder durchführen können, die Mitglieder ihrem Sport nachgehen können. Und wir als Karnevalsverein im Speziellen auch wieder unsere Sessionen mit Schlüsselübergabe und den Prunksitzungen in der Friesenhalle durchführen können. Weiterhin wünsche ich mir, dass es durch diese Impfung auch möglich ist, den Virus im Ganzen zurückzuhalten, dass er unser Leben nicht mehr weiterhin so beeinflusst wie in 2020. Ich für mich persönlich habe gar nicht so viele Wünsche. Ich wünsche mir für uns alle, dass wir die Situation endlich in den Griff kriegen, dass vielleicht der lang ersehnte Impfstoff dabei hilft, dass wir im Laufe des Jahres wieder zur Normalität zurückkehren können. Das wäre mein Wunsch für uns alle, nicht nur für mich persönlich. Liebe Zuschauer, wir kommen nun zum Ende unseres Programmes und da möchte ich nochmal recht herzlich Dank sagen an die Stadt Zerbst,
natürlich an die Zuschauer und alle Mitwirkenden in diesem Programm. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie oder werden Sie gesund. Tschüss. Am grünen Strand der Nute, da liegt das schöne Zerbst. Dort ist man immer fröhlich, ob Frühling oder Herbst. Und kommt das Heimatfest heran, fängt Zerbst zu singen an. Wo wächst das Gemüse wie Gras auf der Wiese? In Zerbst, in Zerbst. Wo erntet man Bollen so groß wie die Knollen? In Zerbst, in Zerbst. Und wo hat der Roland ne eigene Jumper? In Zerbst, hier bei uns in Zerbst. Wo hat man oft Gäste und feiert gern Feste? Bei Brathähnchen, Bier und Musik. Bald weiß man's bis Halle, in Zerbst, da sind alle stets lustig und immer vergnügt. Bald weiß man's bis Halle, in Zerbst, da sind alle stets lustig und immer vergnügt. Wer einmal in Zerbst schon war, der findet es wunderbar. Der will nie wieder fort und möchte für immer bleiben. Er liebt die Gemütlichkeit, den Frohsinn, die Heiterkeit. Das alles ist selbst hier am Nutestrand. Das alles ist selbst hier am Nutestrand. Strand. Solange unser Roland auf dem Marktplatz steht, solange die Butterjungfer von ihrem Platz nicht geht, solange die alte Nute durch Zerbst nimmt ihren Lauf, solange hört die Gemütlichkeit der Zerbster niemals auf. Solang stirbt die Gemütlichkeit der Zerbster niemals aus. Was liegt zwischen Dessau und Magdeburg, das schöne Zerbst? Wo feiert man gerne sogar zwischendurch im schönen Zerbst? Was liegt an der Nute wie Köln am Rhein? Das schöne Zerbst. Und die schönsten Mädels, wie kann's anders sein? Gibt's nur bei uns in Zerbst. Ja, Zerbst ist unsere Heimatstadt. Hier ist das ganze Jahr was los, ob Heimatfest, Bollen, mag Karneval, bei uns ist immer was los. In Zerbst, da ist gemütlich, da gibt's ne Pferdebahn. Das eine Pferd, das sieht nicht und das andere, das ist lahm. Der Kutscher, der ist bucklig, die Räder, die sind krumm. Und alle fünf Minuten, da kippt die Karre um. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. Sowas hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. In Zerbst, da ist gemütlich, da gibt's ein Spargelfest. Da feiern alle Zerbster in ihrem kleinen Nest. Neben frischem Spargel gibt es auch Bitterbier. Drum kommen viele Gäste aus nah und fern nach hier. Oh, wie ist das schön. Oh, wie ist das schön. So was hat man lange nicht gesehen. So schön, so schön. Solange unser Roland
auf dem Marktplatz steht. Solange wird's gefeiert, gesungen und gelacht. Solange unser Roland von seinem Platz nicht geht, solange sind wir mit dabei, wer hätte das gedacht? Solange sind wir mit dabei, wer hätte das gedacht?